There you stood and you watched me walk until I arrived and you smiled and talked like you were a better part of me. You look straight into my heart when I'm down and you ask, hello, hello, I need you. Cooler Schlafanzug. Den gleichen habe ich auch. Ohne Scheiß. Aber ich trage den nur im Bett. Es ist ein bisschen kalt. Willst du nicht mit reinkommen? Drin ist es voll langweilig. Du musst ein bisschen später werfen. Und zwar am höchsten Punkt, wenn du abgesprungen bist. So, springst am höchsten Punkt und dann den Arm stehen lassen. Hm, probier's mal aus. Ja, du musst noch länger stehen lassen. Wenn du es so viel besser kannst, mach doch selber. Vorschlag, wenn ich treffe, kommst du mit rein und wenn nicht, lasse ich dich in Ruhe. Deal? Das will ich. Kommt, alle rein. Guten Morgen allerseits. Morgen. Bereit, ein paar Leben zu retten? Aber sowas von. Dr. Koschka, Sie bleiben in der Ambulanz. Frau Rüssler, Sie assistieren wieder Dr. Moreau. Und die Herren Albeck und Behrmann und mir das Vergnügen. Sie, Frau Berger, sind bei Frau Professor Patzelt. Nicht, dass ich Ihre Entscheidung in Frage stellen möchte, aber könnte ich vielleicht... Geht zum Dr. Moreau. Sie werden sich schon mit ihm arrangieren. Na dann. Danke, dass Sie mich bei Professor Patzelt eingeteilt haben. Es war Ihr ausdrücklicher Wunsch. Sie hält Sie offenbar für begabt. Gut, dann fassen Sie mal zusammen. Luca Fischer, gestern Abend aufgenommen, leidet unter häufiger Tonsillitis, etwa 3 bis 5 Mal im Jahr. Regelmäßige Behandlungen mit Antibiotika. Zuletzt hat sich ein Abszess gebildet. Hallo Luca, ich bin Niklas. Leg es mal weg, ich würde dich gerne untersuchen. Sekunde. Du musst keine Angst haben. Die Untersuchung tut nicht weh und die Operation ist auch keine große Sache. Ich habe keine Angst. Ich bin Captain Capable. Oh, ist mir eine Ehre. Machst du mal den Mund auf? Mhm. Kannst du wieder zumachen. Herr Albeck, klären Sie uns bitte auf, wie der Eingriff abläuft. Okay, Tonsillektomie. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Die Operation dauert 20 bis 30 Minuten. Die Mandeln werden aus ihrem Bett entfernt. Auftretende Blutungen gestillt. Klingt gruseliger, als es ist. Ich find's spannend. Wie gehen wir dabei vor? Mit Beckmannschem Ringmesser, wie immer. Was sind die Alternativen? Herr Bär? Radiofrequenzdissektion, Jodenlaser oder Elektrokrauter. Was sind die wesentlichen Unterschiede? Je weniger Hitze bei der Operation entsteht, desto weniger Gewebe wird geschädigt. Du bist ja wirklich Arzt. Was dachtest du denn, Krankenschwester? Naja, du trägst Superhelden-Schlafanzüge. Jeder versucht auf seine Art die Welt zu retten. Da wir das geklärt haben, schlage ich vor, Herr Bär übernimmt den Eingriff. Superhelden müssen zusammenhalten, richtig? Bitte soll noch mal über jede Stelle hinterm Komma gehen. Wir können uns keinen Fehler leisten. Hallo. Hallo. Können Sie mir sagen, wann meine Frau untersucht wird? Bettina Marx, wir Engels. Knoten an der Schilddrüse, sie hat morgen ihren OP-Termin. Kann ich. Die Voruntersuchung beginnt in etwa einer Stunde. Kann man das eventuell ein bisschen vorziehen? Ich muss heute noch nach Seoul. Nein, das kann man nicht vorziehen. Sie werden es kaum glauben, aber wir haben noch andere Patienten. Sie sind Professor Patzelt, die Chefärztin. Ich habe über Sie im Internet recherchiert. So? Was sagt denn das Internet über mich? Sie sollen gar nicht schlecht sein. Da hat das Netz ja ausnahmsweise mal recht. Entschuldigung? Tut mir leid, das ist wichtig. Ja. Nein. Ja.
Nein, ich habe die Boardingcard noch nicht bekommen. Bin ich denn schon eingecheckt? Ich melde mich gleich nochmal. Oh. Ja. Der denkt ja auch, ihm gehört die Welt. Regel Nummer 1. Sparen Sie sich Kommentare über Patienten. Natürlich, Entschuldigung. Dann können wir ja jetzt zur Visite gehen. Schon gehört? Unser Bärchen hat seine erste OP. Zwar nur eine Tonsillektomie, aber immerhin. Glückwunsch. Schon aufgeregt? Niemals. Kein Wunder. Elisa hat ja auch einen Superhelden-Schlafanzug. Oh. Einfach ignorieren. Was machst du da eigentlich? Papierkram für Dr. Moreau. Der ganze Berg? Mhm. Da sitzt du ja den ganzen Tag dran. Da sitze ich die ganze Woche dran. Seine Handschrift ist nämlich eine Katastrophe. Was steht noch auf dem Programm außer den Akten? Nichts. Er hat dir nur seine Schreibarbeit überlassen. Kannst du das lesen? Kardiogramm angefordert. Was guckst du nur so? Du kannst es einfach viel, viel besser entziffern als ich. Na und? Tauschen wir. Meine Patienten gegen deinen Papierkram. Mhm. Vergiss es. Und du? Hm? Ja. Herr Berger. Frau Marquardt, ich wusste gar nicht, dass Sie noch in der Stadt sind. Bitte setzen Sie sich doch. Wie war der Kongress? Oh, knochentrocken. Sie hatten den richtigen Riecher. Also das einzig halbwegs Interessante war ein Vortrag über eine neue Verwaltungssoftware. Klingt ja irre spannend. Wie macht sich denn Dr. Arendt? Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Ich wollte mit Ihnen noch mal über seine OP-Termine bei uns in der Klinik sprechen. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wir stellen Dr. Arndt wie versprochen frei. Wie könnte ich Ihnen als Klinikchefin etwas abschlagen? Das heißt, Sie nehmen also auch meine Einladung zu einem Besuch in der Sachsenklinik wahr? Sobald er sich einrichten lässt. Sie werben mit Dr. Moreau? Wir wollen Profit machen, da braucht man schon das eine oder andere Zugpferd. Und da reicht Frau Professor Dr. Patzelt nicht aus? Wir stellen uns eben so breit wie möglich auf. Kann ich den mitnehmen? Ja. Bitte. Danke. Dr. Moreau, kann ich Sie mal kurz sprechen? Was gibt's? Ich habe Ihnen Frau Rösler zugeteilt, damit sie etwas bei Ihnen lernt. Nicht, um Ihre Akten auf Vordermann zu bringen. Wieso? Dabei lernt sie enorm viel. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, unsere Arbeit sorgfältig zu dokumentieren. Ich bin für die Ausbildung der Assistenzärzte verantwortlich, nicht für die der Sekretärinnen. Was ist Ihnen lieber? Dass ich operiere oder dass ich meine Zeit für Verwaltung verschwende? Verhalten Sie sich einfach vernünftig und kollegial, das reicht mir schon. Vielleicht sollten wir das nicht auf dem Flur besprechen. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Wenn Sie Frau Rösler keine praktischen Aufgaben geben, dann ziehe ich sie von Ihnen ab. Klasse. Sarah. Und wie gefällt es Ihnen denn an Ihrer neuen Wirkungsstätte? Gut. Im Großen und Ganzen. Sarah Marquardt, Klinikchefin der Sachsenklinik in Leipzig. Dr. Moreau, unser plastischer Chirurg. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Könnte ich Sie vielleicht einen Moment sprechen? Gern. Na, Mädels? Alles straff? Also, ich habe mir den Job hier irgendwie mal anders vorgestellt. Willkommen in meiner Welt. Ich habe gehört, du hast nachher deine erste OP. Wie hast du denn das geschafft? Durch Engagement und Kompetenz. Kannst du mich ein bisschen abfragen? Ist doch nur eine Mandel-OP. Ja, aber ich will keinen Fehler machen. Was ist denn der Schiss? Frau Rösler? Hm. Ich habe mit Dr. Moreau gesprochen. Ich gehe davon aus, dass er Ihnen bald eine neue Aufgabe zuteilen wird. Danke. Was sagen Sie zu Ihrem Patienten? Luca macht das eigentlich ganz cool. Ich habe das Gefühl, dass er mehr Angst hat, als er zugeben will. Geben Sie ihm Sicherheit. Ich dachte, ich kann mich auf das Medizinische konzentrieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie schaffen das. Theresa, kannst du mich abfragen?
Nee, tut mir leid, ich muss gleich los. Also am gefährlichsten sind die Nachblutungen, die kommen etwa in 5 bis 10% der Fälle vor. Okay, danke für den Hinweis. Kein Ding. Ja, und von der Mandel-OP, bei der neulich eine Frau gestorben ist, hast du ja sicher gehört. Ah ja. Ja, arterielle Blutung. Aber ich gehe mal davon aus, dass du überprüft hast, ob in der Familie deines Patienten ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht. Stimmt. Erhöhtes Blutungsrisiko, klar. Theresa, Sie haben 10 Minuten. Ich brauche nur 3. Dr. Moreau, könnten Sie sich vorstellen, sich beruflich zu verändern? Sie bieten mir einen Job an? Jede Klinik in Deutschland würde sich glücklich schätzen, sich mit Ihnen zu schmücken. Ich bin mit Sicherheit zu teuer für Sie. Das kriegen Sie niemals durch. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Wissen Sie, manchmal muss man Geld investieren, um welches zu verdienen. Wir könnten in Leipzig eine Abteilung genau auf Sie zuschneiden. Interessiert? Hey, ist doch ganz normal, dass man ein bisschen nervös ist, hm? Ich habe keine Angst. Das ist ja schließlich nicht meine erste OP. Guck mal. Hier. Da bin ich in der Küche durch die Gastür gekracht. Hat geblutet, die Sau. 8 Stiche. Trotzdem ist es heute ein bisschen eine andere Nummer, schon allein wegen der Narkose. Hast du sowas eigentlich schon mal gemacht? Ist meine erste. Mandel-OP. OP überhaupt. Dann wird's schon schief gehen. Na, dafür ist es jetzt leider zu spät. Hey, das ist Diebstahl, das sind meine. Naja, für die OP, da muss der Magen ganz leer sein, weißt du? Dafür gibt's danach Eis, und zwar ohne Ende. Und jetzt leg dich hin. Schön, dass Sie auch schon da sind. Untersuchung hätte längst stattfinden sollen. Wir sind hier keine Fabrik. Und ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, wir haben noch andere Patienten. Er meint es nicht so. Er ist einfach nur sehr gestresst. Machen Sie sich keine Sorgen. Ein Knoten an der Schilddrüse zu entfernen, ist nicht allzu kompliziert. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem was schiefgehen kann. Ich bin mir sicher, Professor Patzelt weiß, was sie tut. Natürlich kann man Komplikationen nie ausschließen. Aber in Ihrer Anamnese deutet nichts auf eine bösartige Geschwulst hin. Dr. Berger macht jetzt noch einmal einen Ultraschall. Schauen Sie mal hier. Sehen Sie das Oval hier? Das ist der Knoten. Die Begrenzung ist scharf. Was bedeutet das? Das ist ein Indiz dafür, dass das Adenom, also die Wucherung, gutartig ist. Aufgrund seiner Größe werden wir es entfernen und dann verschwinden auch Ihre Schluckbeschwerden. Das wäre toll. Sie leidet ganz schön darunter. Ja, auch wenn du es nicht zugeben willst. Patient in Rückenlage bringen, auf hängenden Kopf achten, Ringmesser, Rachenmandeln entfernen. Ja. Hallo. Hey, Captain, was geht ab? Ich habe Bauchschmerzen. Ganz schlimme sogar. Mit der Ausrede wollte ich mich früher auch mal drücken, das letzte Mal vom Physiko. Ich sehe mir das mal an. Vielleicht solltest du auch besser Bauchschmerzen vortäuschen. Sehr witzig. Aber schön. Ich habe dir auch schon dein Kleid mitgebracht, falls es wieder knapp wird. Keine Angst. Diesmal klappt es mit dem oberen Abend. So wie beim letzten Mal. Ich habe dir von Anfang an gesagt, eine medizinische Koryphäe zu verführen, ist keine gute Idee. Ich fürchte, das war die beste, die ich je hatte. Ich hol dich um 6:30 ab, okay? Okay. Na, geh schon ran. Leo, ich liebe dich. Das hast du mir nicht von Anfang an gesagt. Ja, bitte. Ist dir übel? Hast du Durchfall oder musst du kotzen?
Wo tut's dir denn am meisten weh? Überall. Wie ist es denn hier? Ah, voll krass. Das könnte der Blinddarm sein. Am besten nicht rufen wir deine Mama an. Nein, das schaffe ich schon, ehrlich. Also ich untersuche jetzt dein Blut und deinen Stuhl und dann sehen wir weiter. Und was mit der OP? Naja, wenn es dir weiter so schlecht geht, dann müssen wir die wohl verschieben. Ich habe gar kein gutes Gefühl, dich hier allein zu lassen. Doch, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Denk an deine Angestellten. Ich habe Ritter gebrieft, der schafft das auch allein. Ja, Ritter ist gut mit Zahlen, aber mit Menschen ist er eine Null. Wenn die Koreaner in deine Firma investieren, dann weil sie dir vertrauen und deinen Fähigkeiten. Betty. Ich bin hier in guten Händen, ja? Du sagst doch selbst, dass es für diesen Eingriff niemand besseren gibt als Professor Patz. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. Laut Internet gibt es alternative Therapien. Mit denen lässt sich ein Adenom aber in den meisten Fällen nicht vollständig entfernen. Aber es wäre ohne Risiko. Jedes Verfahren, das funktioniert, birgt Risiken. Aber ich kann gerne Frau Professor Patzelt holen, dann können Sie das Ganze noch mal mit ihr besprechen. Nein, das ist nicht nötig. Was meinen Sie denn? Ganz persönlich. Ich würde die Finger von Dr. Internet lassen. Du tust ja gerade so, als ging es um Leben und Tod. Robert, ich bin nicht Helena. Darum geht's doch gar nicht. Du musst endlich aufhören, in den Rückspiegel zu schauen. Fahr nach Korea und mach dein Ding. Mehr als Händchen halten kannst du hier doch sowieso nicht. Aber... Nein, kein Aber. Du kannst nicht immer alles kontrollieren. Oder willst du mich etwa selbst operieren? Ich muss los. Guten Flug. Und toi, toi, toi. Wird schon. Somnambuler Hämatokritwert? Somnambul? Patientin Ivana Berghaus. 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 Frau Rüssler, hat Dr. Moreau noch nicht mit Ihnen gesprochen? Nein. Machen Sie Schluss damit. Sie kümmern sich mit Herrn Abeck um die Patientin auf der 7. Und Dr. Moreau? Den lassen Sie meine Sorge sein. Nicht zu fassen. Hey! Was ist los? Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Moreau über den Umgang mit unseren Assistenzärzten. Dass sie mir unterstehen, scheint ihm völlig egal zu sein. Er ist ziemlich eigensinnig. Bei Losen hätte er sich das nicht getraut. Hätte er auch nicht. Was erwartest du denn? Er ist übergangen worden, er ist verletzt. Weil du jetzt Losens Nachfolger bist und nicht er. Ich habe niemanden darum gebeten. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das überhaupt alles antue. Die Verantwortung unterschätzt. Leila, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Und es nicht schaffe, die Assis auf den richtigen Weg zu bringen? Ich weiß nicht, ob ich Losens Fußstapfen wirklich ausfüllen kann. Kannst du auch nicht. Noch nicht. Mit der Zeit wirst du da sicher reinwachsen. Ich sag Dr. Arendt Bescheid, dass wir die OP verschieben. Ich bin gleich wieder da. Ist was? Nein. Ich will nur noch einen letzten Test machen, um ganz sicher zu gehen. Also wenn ich hier jetzt drücke, dann müsste der Schmerz eigentlich am schlimmsten sein. Ah! Willst du mich umbringen? Da kann es überhaupt nicht wehtun. Kann es sein, dass du vielleicht doch ein bisschen Schiss hast? Weißt du was? Ich hab da was für dich. Ich bin gleich wieder da. Ja? Ich habe gehört, es gibt Unsicherheiten wegen der morgigen OP. Sie möchten doch mal über Alternativen sprechen? Ich bin da eigentlich ganz entspannt. Herr Max hat das Thema angeschnitten. Oh. Ja, mein Mann... Seine erste Frau ist durch eine Fehldiagnose ums Leben gekommen. Was genau ist da passiert? Sie hatte eine Hirnhautentzündung. Robert ist natürlich sofort mit ihr ins nächste Krankenhaus, aber der diensthabende Arzt hielt es für eine Stirnhöhlenvereiterung und hat ihr nur ein Antibiotikum gegeben. Wie, er hat sie wieder nach Hause geschickt? Hm. 2 Tage später ist sie gestorben.
Wenn Sie möchten, können wir den Eingriff noch mal in Ruhe durchgehen. Nein, das ist nicht nötig. Ich weiß, ich bin bei Ihnen gut aufgehoben. Das ist gut. Vertrauen ist für den Heilungsprozess ebenso wichtig wie der Eingriff selbst. Frau Professor, schauen Sie mal. Was ist? Ihr Puls, er ist viel zu hoch. Hey! Captain? Luca? Scheiße. Kannst du eigentlich kochen? Ja, richtig gut. Wieso? Du könntest mich zum Essen einladen. Heute Abend zum Beispiel. Haha, soll das eine Anmacher sein? Habt ihr Captain Capable gesehen? Luca? Ist es nicht der, den du gleich reparierst? Ich glaube, der hat Schiss bekommen. Ich kann ihn nirgends finden. Wie wär's mit deinem Röntgenblick? Ich helfe dir suchen, okay? Ich warte lustig. Wenn Aren mitkriegt, dass ich meinen Patienten verloren habe, dann nimmt er mich auseinander. Okay, ich suche in der Cafeteria. Annika, du checkst das Familienzimmer und du... Ich glaube, ich weiß, wo ich ihn finden kann. Die Lunge ist frei. Aber Sie haben eine akute Tachykardie, also Herzrasen. Das kann mit Ihrer Schilddrüsenüberfunktion zusammenhängen oder mit akutem Stress? Ich fühle mich eigentlich nicht besonders gestresst. Wir machen eine Herzkatheteruntersuchung. Das klingt jetzt aber doch beängstigend. Keine Sorge. Wir führen durch eine Sonde in der Leistenbeuge einen kleinen Schlauch ein und messen damit den Druck in Ihren Herzkammern. Tut das weh? Sie bekommen eine lokale Betäubung. Die Spritze ist wahrscheinlich das Unangenehmste. An mir rumschnippeln. Dann sag mir wenigstens, wovor du genau Angst hast. Keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht genau. Ich hab einfach Schiss. Punkt. Was ist das? Das ist ein Talisman. Mein Talisman. Sieht aus wie ein Stein. Der ist von meiner Schwester. Und er soll mich daran erinnern, dass ich viel stärker bin und dass ich viel mehr aushalte, als ich selber glaube. Weißt du, meine Schwester ist sehr krank. Und wir wussten lange nicht, ob sie überleben wird. Und sie will, dass ich immer darauf vertraue, dass alles gut wird. Dass alles im Leben einen Sinn hat. Also, wird sie wieder gesund? Das ist ein bisschen kompliziert. Meine Schwester ist schwer behindert von Geburt an. Ich glaube, sie ist der Grund, warum ich Arzt geworden bin. Und hier, den leih ich dir für die Operation. Er hat mir schon oft geholfen und jetzt wird er dir helfen. Okay. Was ist? Wollen wir? Und? Wie kommen Sie voran? Womit? Mit den Patientenakten. Hat Dr. Aachen nicht mit Ihnen gesprochen? Hat mich der Patientin auf der 7 zugeteilt, Verdacht auf Sepsis. Ich bin gerade auf dem Weg ins Labor. Wo ist der? Im OP. Ja, es tut mir leid. Ich habe gedacht, Sie haben... Captain, alles klar? Klar. Ich hab's auch den hier. Und bei dir? Hallo. Du bist also Captain Capable. Ich habe schon ganz viel von dir gehört. Ich bin Dr. Scherbers und ich mache heute deine Narkose. Hast du denn noch irgendwelche Fragen? Nee, das hat Dr. Bärme schon alles genau erklärt. Ja? Na, das ist ja super. Dann fangen wir jetzt an, okay? Ich mache mich fertig und wir sehen uns später.
du denkst jetzt mal an dein letztes großes Abenteuer. Alles klar, dann tragen Sie mich bitte für Samstag ein. Zwei Personen. Danke. Golf oder Tennis? Abendessen mit meiner Frau. Wir haben Hochzeitstag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mit Frau Marquardt von der Sachsenklinik gesprochen und sie hat mir ein Angebot gemacht. Was denn für ein Angebot? Sie möchte, dass ich nach Leipzig wechsle. Sie will Sie abwerben? Ist ja ein Ding. Warten Sie mal ab, bis Sie Konditionen hören. Die können mit uns nicht mithalten. Das würde ich so nicht sagen. Sie bluffen. Das kriegt sie im Aufsichtsrat nie durch. Frau Marquardt macht mir den Eindruck, als würde sie bekommen, was sie will. Sie haben gar nicht vor, nach Leipzig zu wechseln. Sonst hätten Sie mir kaum davon erzählt. Also, was wollen Sie? Mehr Geld? Ich will, dass Dr. Arendt mir von der Pelle bleibt. Wo liegt das Problem? Es geht um die Assistenzärzte. Ich will weiter frei über sie verfügen können. Sie soll mich an meine Arbeit entlassen. Warum klären Sie das nicht direkt mit Dr. Arendt? Er versucht mir ständig Vorschriften zu machen, wie ich mit ihnen umzugehen habe. Und ich habe weder Zeit noch Lust auf seine kleinen Revierkämpfe. Sie wollen doch, dass ich mich weiterhin nicht wohlfühle, oder? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich entferne jetzt die linke Tonsille. Sehr gut, jetzt nehmen Sie die Mandel vorsichtig raus. Danke, dass Sie mich das hier machen lassen. Das ist Teil Ihrer Ausbildung. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich schon so weit bin. Wenn ich daran gezweifelt hätte, dann wären Sie jetzt nicht hier. Was war vorhin eigentlich los? Sie sahen aus, als seien Sie auf der Flucht. Das ist eine lange Geschichte. Aber Sie hatten recht. Luca hatte doch mehr Angst, als er zugeben wollte. Bei der Narkose war er ganz tapfer. Ja, da schon. Was meinen Sie damit? Ach, nichts. Herr Bär. Er ist kurz vor der OP abgehauen. Warum weiß ich davon nichts? Ich wollte die Sache nicht unnötig verkomplizieren. Wie haben Sie ihn denn dann rumgekriegt? Ich habe ihm meinen Talisman gegeben. Er hat ihn die ganze Zeit in der Hand. Echt? Die andere Hand? Da ist kein Talisman. Was? Verdammt, Sie haben die Arterie erwischt. Ja, ich weiß auch, wie wichtig das ist. Deshalb sollen Sie ja versuchen, den Termin zu verschieben. Ich habe einfach ein ganz komisches Gefühl, ich muss jetzt bei meiner Frau sein. Doch, 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 Sie schaffen das schon. Ich muss Schluss machen. Entschuldigung. Ich suche meine Frau, Bettina Marx. Sie soll morgen früh operiert werden, ist aber nicht mehr auf ihrem Zimmer. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich sie finden kann? Ich schaue schnell nach. Sie wird jetzt gerade operiert. Jetzt schon? Ist alles in Ordnung? Dazu habe ich leider keine Informationen. Da müssen Sie auf Professor Patzelt warten. Ja, aber man zieht doch nicht einfach so eine OP vor. Wie gesagt, darüber kann ich leider nichts sagen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Frau ist in guten Händen. Ich mache mir aber Sorgen. Nicht zu wissen, was passiert ist, macht mich fertig. Wie können Sie nicht nachschauen? Bei einer laufenden Operation? Wie stellen Sie sich das vor? Bitte. Ich sehe nach, was ich machen kann. Am besten, Sie warten so lange in der Cafeteria. Der Kreislauf sagt ab. Was jetzt? Ja, machen Sie was. Wir müssen eine Blutaspiration verhindern. Tupfer? Ich übernehme Sie saugen. Hier? Nicht da, weiter rechts. Ach Mann, passen Sie doch auf. Vielleicht machen Sie mal eine kleine Pause. Führen Sie den Katheter ein. Langsam. Ja, genau so. Sie machen das sehr gut. Wir nähern uns dem Herzen, ich übernehme. Jetzt fühle ich mich doch ein bisschen gestresst. Wir haben alles im Griff, keine Sorge.
Welche Werte ermitteln wir mit der Herzkatheteruntersuchung? Wir messen den Druck und den Sauerstoffgehalt in den Gefäßen, insbesondere in der Aorta und in den Herzkammern. Sehr gut. Ich nähere mich der Aorta. Kontrastmittel bereit machen. Rapide. Alles für eine Notoperation bereit machen. Anästhesie! Professor Patzelt, der Herr Marx würde gern wissen, was mit seiner Frau ist. Jetzt nicht! Sie ist hypoton. Blutdruck 80 zu 60, Puls 256. Können wir? Los. Gute Arbeit. Vielen Dank. Dr. Arendt, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut und es darf nicht passieren. Beim nächsten Mal läuft's besser. Ich informiere jetzt Lukas Mutter. Bleiben Sie noch in den Aufwachraum? Die Schwester, sie wusste nicht, dass er wichtig ist. Es geht Luca gut. Das ist das Einzige, was zählt. Sie auf, dass es nicht weiter rupturiert. Wir müssen jetzt das Gewebe um das Aneurysma stabilisieren. Wie würden Sie vorgehen? Ich würde eine Gefäßprothese implantieren. Ausgezeichnet. Super. So. Das war's wohl mit Puccini. Was ist denn mit dir los? Ich hab's total vergeigt. Liegt der in der Pathologie? Nein. Dann ist doch alles in Ordnung. Danke, du bist echt eine große Hilfe. Wie soll ich denn Luca jetzt noch unter die Augen treten? Sag ihm doch einfach, du hast ihn operiert und es gab keine Komplikationen. Ja, klasse. Ich lüge ihn auch noch an. Ja, und? Wen interessiert's? Mich interessiert's. Schon schlimm genug, dass ich mich verhalten habe wie ein Erstsemester. Verstehe. Jede Ehre und sowas. Wo kommt das denn jetzt her? Ich sag nur Pyjama-Party. Oh, Ben, die Sau. Das mit dem Schlafanzug, das war eine Notlüge, damit ich eine Verbindung zum Patienten aufbauen kann. Schade. Ich finde sowas ja total sexy. Entschuldigung, Professor Patzelt ist nicht in Ihrem Büro. Ist sie vielleicht im OP? Ach, haben die draußen ein neues Schild angebracht? Oh. Was denn für ein Schild? Auskunftsbüro für Patientenfragen? Nein? Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das hier das Ärztezimmer ist. Soweit ich weiß, läuft die OP noch. Vielen Dank. Gerne. Dr. Bär!
Hey, was machst du denn da? Du darfst doch noch gar nicht aufstehen. Ganz schnell zurück ins Bett. Ich will Eis. Das war versprochen. Ja, na klar. Bringen Sie dem jungen Mann bitte ein Eis. Vanille und Erdbeer. Was du willst. Vanille und Erdbeer. Danke. So. Wo ist Dr. Bär? Hat der gut operiert? Das will er dir ganz bestimmt gern selber erzählen. Deine Mama ist übrigens hier. Ich schicke sie gleich rein, ja? Nicht wieder aufstehen. Ich hatte heute eine interessante Unterredung mit einem Ihrer Kollegen. Ach, lassen Sie mich raten. Dr. Moreau hat sich bei Ihnen über mich beschwert. Er hat ziemlich klar zum Ausdruck gebracht, dass er sich von Ihnen nicht in die Suppe spucken lässt. Ich habe nur das getan, worum Sie mich gebeten haben. Dafür zu sorgen, dass die Assistenzärzte etwas Vernünftiges lernen. Soweit ich das beurteilen kann, machen Sie Ihren Job sehr gut. Das klingt, als käme jetzt ein Aber. Dr. Moreau ist auf seinem Gebiet ein absoluter Spitzenmann. Und wie jede Koryphäe ist er auch ein bisschen Diva. Ich kann es mir nicht leisten, dass er unzufrieden ist. Sie finden es richtig, dass er die Assistenzärzte mit Routineaufgaben quält, anstatt sie zu fördern? Von mir aus kann er mit ihnen Topfschlagen spielen. Hauptsache, er ist zufrieden und kann seine Leistung abrufen. War es das? Danke. Jetzt setzen Sie sich endlich hin. Das ist nicht auszuhalten. Dafür wird es aber auch langsam ein bisschen später. Stimmt, aber meine Frau. Offensichtlich gibt es etwas, das sich nicht aufschieben lässt. Wollen Sie nicht rangehen? Meine Frau wird gerade operiert und keiner kann mir sagen, was da eigentlich los ist. Ich kann jetzt nicht telefonieren. Wer operiert denn? Die Chefärztin. Ich hoffe, sie hat wirklich so viel drauf, wie alle sagen. Eines kann ich Ihnen versichern. Es gibt für Sie nichts Wichtigeres als Ihre Arbeit. Ich bin Ihr Ehemann. Ich wette, sie hat sie schon öfter versetzt, ne? Sollte meine Frau lieber ihre Patienten versetzen? Tut mir leid, ich bin schrecklich nervös. So, und jetzt gehe ich da rein und schaue selber nach, was los ist. Hier lassen Sie den Quatsch. Die lassen sich doch sowieso nicht in den OP. Die holen höchstens die Security und die werfen sie raus. Wollen Sie das? Ich kann doch nicht hier rumsitzen und einfach so warten. Bin ich da verrückt? Hier. Bei mir hilft das. Was ist das? Puccini. Hören Sie einfach mal rein. Sie übernehmen die letzte Naht. Wie fanden Sie denn Ihre erste Herzkatheteruntersuchung? Ich hatte sie mir weniger dramatisch vorgestellt. Sie haben sich sehr gut geschlagen. Vielen Dank. Danke für die Musik. So, das war's. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich brauche noch ein bisschen. Du kannst ruhig schon mal gehen. Sicher? Na dann. Ach, Ben, kannst du vielleicht nur noch mal kurz bei Luca vorbeischauen, ob es ihm gut geht? Komm schon, Elias. Was denn? Ich glaube nicht, dass Luca mich sehen will. Ach, und warum sollte er mich sehen wollen? Weil ihr den gleichen Schlafanzug habt? Vergiss es einfach. Ich habe seine Arterie erwischt. Was bin ich denn für ein Arzt? Ich glaube, je weiter ich von Luca weg bin, umso besser für ihn. So ein Quatsch. Luca will seinen Freund Elias sehen.
Und ich denke nicht, dass du ihn da enttäuschen solltest. Gib dir einen Ruck. Ich hatte ihm noch gesagt, ich brauche die Akten bis morgen früh. Also bitte. Ist das Ihr Ernst? Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist mir egal, wie spät es ist. Dr. Ahrens hat mich ausdrücklich von der Aufgabe abgezogen. Nicht mein Problem. Morgen früh. Um 8. Schnelle Nummer mit dem Oberarzt, oder was? Vollidiot. Hilfst du mir? Jetzt noch? Tut mir leid. Ich habe eine Verabredung mit der süßen Caroline. Und wenn ich für uns gekocht hätte? Kannst du ja beim nächsten Mal rausfinden. Herr Marx? Professor Patzelt, was ist passiert? Niemand konnte mir was sagen. Wir haben bei Ihrer Frau eine Herzuntersuchung durchgeführt. Dabei haben wir ein Aneurysma entdeckt. Es kam zu einer Ruptur und wir mussten notoperieren. Das verstehe ich nicht. Wieso denn Herzuntersuchung? Das ist wegen Ihrer Schilddrüse hier. Ja, sie hat akutes Herzrasen. Darauf mussten wir reagieren. Wie geht es ihr? Den Umständen entsprechend gut. Sie hat großes Glück gehabt. Solche Aneurysmen bleiben häufig unentdeckt. Und wenn sie nicht gerade im Krankenhaus reißen, wie in diesem Fall, kommt oft jede Hilfe zu spät. Mein Gott. Sie hatte Glück im Unglück. Aber wollten Sie nicht längst im Flieger nach Korea sitzen? Ich konnte nicht fliegen. Ich bin am Flughafen wieder umgedreht. Kann ich Sie sehen? Ja, sobald sie aufwacht, können Sie zu ihr. Es tut mir leid, dass ich Ihnen gegenüber so misstrauisch war. Sie hatten Angst. Das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Ich dachte, Sie kommen früher. Sie hätten das mit mir klären müssen, nicht mit Berger. Sie waren im OP. Hätten Sie eben ein paar Stunden gewartet. Ich bin für klare Verhältnisse. Die haben Sie jetzt geschaffen. So wie Sie sich verhalten, werden wir beide keine Freunde mehr. Ich brauche keine Freunde. Das tut mir leid. Hier funktionieren wir nämlich nur als Team. Du hast schon nicht ernsthaft erwartet, dass ich unseren gemeinsamen Abend ausfallen lasse, hm? Wegen der Oper. Ich weiß, wie sehr du dich auf Puccini gefreut hast. Vergiss es. Ich habe schon gehört, dass du Leben retten musstest. Puccini, der rennt uns doch nicht weg. Leo, du bist wunderbar. Alles okay? Ich hab Halsweh. Ja, das ist ganz normal nach so einer OP. In 2 bis 3 Tagen geht's ihm wieder besser. Und, wie lief es? Also, die Mandeln sind draußen. Ich wusste doch, du hast es drauf. Genau wie Dr. Cool. Ja, ich fühle mich eher wie Captain Capable, bevor er seine Superkräfte hatte. Dr. Arendt hat dich operiert, ich habe ihm geholfen und ich hatte totalen Schiss. Weißt du, wieso sie Captain Capable ausgewählt haben?
weil er voll die guten Ideen hatte und weil er mutig war. Naja, ich bin nicht besonders mutig, jedenfalls nicht so mutig wie du. Du bist total mutig, weil du zugibst, dass du Angst hast. Und das ist nämlich richtig schwer. Luca hat vollkommen recht. Dr. Arendt. Sie sehen müde aus, ich übernehme. Captain, ich schaue morgen wieder nach dir. Tschüss, Dr. Kohl. Hat das Eis geschmeckt? Längst zu Hause sein. Ja, aber ich brauche noch einen Moment. Versuchen Sie mal, den Ball etwas später zu werfen und den Arm länger stehen lassen. Der Tipp ist von mir. Sie ziehen den Arm immer noch ein bisschen schnell zurück. Geben Sie mal her, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Krass. Ein Wort zu den Kollegen und ich schicke sie zu Moreau. Das ist es mir wert. Talk like you were.